Toll. Wir werden zwei von den 100 dann ausgewählt und den dritten nicht. Jetzt weiß ich nicht, welchen ich da anklicken soll. So ein Schmarrn. Erdos. Ja, bei mir auch. Schon wieder. Ich habe gar nicht geschaut, was der für Attacken ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja. Die Aufstellung bringt das jetzt ein bisschen schlecht. So. Der muss als letztes kommen. Das ist der schlechteste. Ja, ja. Ich habe jetzt vier. Wir können nicht aber auch nur einen machen. Okay. Und noch da draußen. Mal schauen, wie es hier ist. So ist perfekt aufstehen. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Eine fette Meile gerade hierher gereist, sag ich mal. Alles wegen Philipp, aber wir sind hier. Wir versuchen ein Desperate Raid zu zweit. Schauen wir mal. Ich habe gestern einen zu dritt versucht. Wir haben ganz knapp haben wir es nicht geschafft, also ich weiß nicht, wie wir es zu zweit schaffen wollen. Und jetzt los. So, es geht los. Aber gestern hatte ich auch noch nicht das gute Team, nur die Reservemannschaft. Wie ist die Strategie? Null ausweichen? Ausweichen? Ich kann nur für die Hälfte ausweichen. Ich weiß gar nicht, was in der Attacke ist. Ich weiche erstmal nicht aus. Steinkante. Nein, Feuersturm. Feuersturm. Wie, du hattest ja Steinkante, oder? Knapper als zu dritt gestern. War schon der letzte.
Nochmal die Strategie aufbauen und dann vielleicht kommt demnächst noch ein Versuch. So, das war's von mir und Philipp und unserem ersten Versuch, Despotat zu zweit zu schaffen.
Die Raids haben sich seitdem geändert, neue Raid-Bosse, aber zum Glück ist Despota immer noch da, weil wir wollen noch eine Chance, weil das ist echt nicht unmöglich und ich habe von vielen von euch gehört, dass sie es schon geschafft haben. Sogar von einem, der hat sogar 20 Sekunden Restzeit gehabt, dementsprechend für manche, die gesagt haben, dass meine Macho meist die falschen Attacken hatten. Ich glaube, das spielt keine Rolle, vor allem weil nur drei, also die Hälfte von denen, Nahkampf kann und nicht Dynamic Punch. Wie heißt es? Wuchtschlag, glaube ich, auf Deutsch. Deswegen spielt das, glaube ich, keine so große Rolle, wenn sogar jemand das mit 20 Sekunden Restzeit geschafft hat. Und wenn da dann drei von meinen nicht die perfekten Attacken können. Ich meine, wenn es echt so nur ein paar Sekunden sind, die fehlen, dann klar, dann liegt es vielleicht an dem Moveset. Aber ihr habt gesehen, der Ausweichbug kam die ganze Zeit. Also es wird eigentlich immer nur schlimmer. Vor allem bei Feuersturm. Ich glaube, deswegen haben wir es nicht geschafft, wegen dem Move von Despota. Du musst halt ausweichen, weil das tötet Machoma eigentlich. Aber in dem Fall konnte ich nicht ausweichen, weil dann kam immer der Ausweichbug. Genau deswegen haben wir es, glaube ich, leider nicht geschafft. Sprich, das nächste Mal hoffentlich einer mit Knirscher oder Steinkante, weil die kann man einstecken, da muss man nicht ausweichen. Und zusätzlich lädt es sogar die Ladeattacke, also das ist sogar besser dann, wenn man nicht ausweicht. Aber das erfahren wir erst beim nächsten Mal, wenn wir einen Despota wieder machen und der dann ein anderes Moveset hat, ob wir es dann schaffen. Weil die anderen haben es ja sogar geschafft mit schlechteren, nicht vollgemaxten Machomais. Ich hatte da 4, 5, 100% auf Max, also eigentlich müssen wir es schaffen. Das lag, glaube ich, echt leider nur an dem Moveset von Despota. Andere 4er Raids werden wir wahrscheinlich auch versuchen zu zweit. Von den alten sind halt Glugak, Turtok, Bisafleur und Rizoros gegangen. Ich glaube, von denen konnte man, wenn dann überhaupt nur Glugak, zu zweit schaffen. Ich und Kugel haben es ja fast geschafft einmal. Uns hat ein bisschen was gefehlt und da hatte ich auch noch nicht so viele Geowatts. Also ich glaube, der ist auf jeden Fall möglich. Aber schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrungen damit. Habt ihr schon mal eins von den 4 zu zweit geschafft? Weil ich glaube, Turtok, also Glugak hat halt Doppelschwäche. Stein, deswegen ist es überhaupt, glaube ich, möglich, weil Turtok hat nur halt eine, wie so viel auch, und Ding, Rizoros. Ja, Rizoros hat 2 Wasser, weil der ist ja Bodengestein, also. Aber der hat auch viel HP, also ich weiß es nicht. Also das würde mich echt interessieren, muss ich mal nachschauen, ob man diese 3 oder diese 4 auch zur Zeit geschafft hat. Ansonsten, wie gesagt, die Woche dann versuche ich noch ein Despota zu machen mit Philipp. Und hoffentlich hat er dann nicht Feuersturm. Und von den 9 werden wir auch irgendwas versuchen, auf jeden Fall, die Woche werdet ihr sehen. Und ansonsten natürlich die 3er werde ich jetzt auch versuchen, die 9 3er Solo Raids. Mal schauen, was da geht. Ansonsten war es das. Despota diesmal leider zu mächtig gewesen. Despota bestes Pokémon. Mein Lieblings-Pokémon eigentlich, abgesehen von Pinsir. Aber schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den neuen Raid-Bossen. Findet ihr die gut? Findet ihr gut, dass Despota geblieben ist? Wen hättet ihr gerne gesehen? Herausforderung, wen? Oder was habt ihr zu zweit alleine geschafft? Oder werdet ihr noch versuchen? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Schaut in meinem Merch-Store vorbei. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.